Eigentlich machen wir ja im Hauptkapitel Analysis 2, Grundlagen der Kurvendiskussion, keine E-Funktionen. Aber ich hoffe, Sie werden das überleben, dass wir hier jetzt trotzdem eine E-Funktion haben. Produktintegration. Natürlich ist es ein Produkt, weil eben ich habe 0,5, das mal hier kann ich mir sparen. 0,5x mal e hoch irgendwas. Und ich habe auch keine Chance, da irgendwie um das Produkt rumzukommen. Also man kann ja nichts ausmultiplizieren. Von daher definitiv Produktintegration. Auch hier gilt, den hässlichen Term, also e, wähle ich meistens geschickterweise als V'. Und den vorderen Teil 0,5x wähle ich als u. Was weiß ich also? U ist 0,5x, U' ist die Ableitung 0,5. V' ist e hoch minus 0,5x plus 2. V, wie leite ich sowas auf? Ein e-Term bleibt immer stehen. Und dann habe ich natürlich noch 1 durch Ableitung von oben. Minus 0,5x abgeleitet gibt minus 0,5. Die 2 abgeleitet fällt weg. 1 durch 0,5 gibt 2. Also kann ich das umschreiben als minus 2 mal dem e-Term. Damit habe ich soweit alles, kann loslegen. Habe also hier Integral von 0,5x mal e hoch minus 0,5x plus 2 dx gleich u mal v, also 0,5x mal v ist minus 2 e hoch minus 0,5x plus 2 minus Integral u', also 0,5 mal v sind minus 2 e hoch minus 0,5 x plus 2 dx. Vereinfachen wir das Ganze. Hier zahlenmäßig 0,5 mal minus 2 sind minus 1, also habe ich minus 1x und den e-Term noch, minus 0,5x plus 2. Das Integral, im Inneren des Integrals habe ich ebenfalls wieder 0,5 mal minus 2 gibt minus 1. Wenn ich das minus 1 nach vorne ziehe, habe ich ein Plus. Integral, im Inneren bleibt mir damit nur noch der e-Term übrig, e hoch minus 0,5x plus 2. So, dieses Integral ist jetzt sehr schön, weil ich habe kein Produkt mehr. Muss also nur noch den e-Term aufleiten. Der vordere Term bleibt stehen. Wie integriere ich sowas? Der e-Term bleibt ja immer stehen. Plus 2 mal 1 durch innere Ableitung. Das ist also genau der gleiche Fall, wie ich hier gerechnet habe von V' auf V. Gibt minus x mal e hoch minus 0,5x plus 2. 1 durch minus 0,5 sind minus 2. So, das wäre jetzt eigentlich die Stammfunktion. Bei E-Termen ist es immer recht schön, wenn man E hoch bla 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 noch ausklammert. Das würde ich hier also tun. Ich würde E hoch minus 0,5x plus 2 ausklammern. Und übrig bleibt von vorne, bleibt mir hier das minus x übrig. Und von hinten die minus 2. Das ist die Stammfunktion. Und wer Lust hat, kann es ableiten. Da sollte genau das wieder rauskommen.